Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zur dritten Mission in der Ägypten-Kampagne aus Age of Empires 1 in Age of Empires 2 Return of Rome. Genau, ich bin wieder mit von der Partie. Ich habe mir gerade eben vom Aufnehmen hier nochmal wunderbar diese zwei einsamen Flaggen angesehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, also wenn man das mit Age of Empires 2 vergleicht, da gehen die Flaggen ja ein bisschen weiter runter. Und schon alleine die Anordnung da, also irgendwann wird es auch hier gut gefüllt sein alles. So quasi, wie viele Kampagnen möchtest du haben? Die Antwort lautet ja. Aber für den Moment machen wir mal die Entdeckungen. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ja, passt eigentlich. Schauen wir rein. 6200 vor Christus. Als ihre Jäger sich in die Wildnis hinauswagen, treffen sie im Westen entlang der Mittelmeerküste auf andere Kulturen. Sie haben Erkundungstrupps ausgesandt, um die Grenzgebiete zu durchsuchen und etwas über diese Menschen in Erfahrung zu bringen, die sie Libyer nennen. Der Legende nach befinden sich heilige Stätten in der Nähe. Finden Sie die fünf Entdeckungen, bevor die Libyer Ihnen zuvorkommen. Wie da echt davon die Rede ist, dass wir uns entlang der Mittelmeerküste bewegen und neue Völker entdeckt haben. Und hier auf der Karte sind wir trotzdem im Nildelta drin. Ja. Gut, finden Sie fünf Ruinen, bevor die Libyer Sie alle finden. Weitere Dorfbewohner schaffen zu Putz vor Raubtieren, ja, neue Dorfbewohner zu erschaffen, jagen, Nahrung suchen und Holz hacken, jawohl. Nachdem sie mehrere Dorfbewohner erschaffen haben, gruppieren, ja, feindliche Einheiten oder Raubtieren, schlagen sie mit ihrer Gruppe von Dorfbewohnern zurück. Rogan. Alimas. Ja gut, da sind wir wieder. Also du bist der Busch, okay. Ich hab den jetzt für einen Nahrungsstrauch gehalten. Eigentlich ganz ehrlich. Ja gut, dann haben wir zumindest einen, der Holz hackt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, für was braucht man überhaupt wen, der einen Holzhacker? Stattdessen warten wir einfach noch ein bisschen, bis die anderen Dorfbewohner da sind. Und dann können wir eigentlich gleich losziehen. Und mit 6 Dorfbewohnern kriegt man diesen Speer, der da herumläuft, auf jeden Fall klein. Weil das feindliche Dorfzentrum war hier irgendwo in dem Bereich. Und man hat ja einen Speer, der auf der Karte herumsteht. Eigentlich braucht man nicht einmal Nahrung sammeln. Das reicht völlig. Ich bilde mir ein, du bist auch früher in der Originalversion auf jeden Fall auch nur mit einem Dorfbewohner gestartet und mit weniger Nahrung. Also damals hat man schon Nahrung abbauen müssen, um die Mission zu schaffen. Dieses Mal halt aber nicht. Ich habe an den Audio-Einstellungen, also an meinem Aufnahmesetup, nochmal ein bisschen herumgefeilt. Ich hoffe, es ist soweit okay, dass man mich gut versteht. Es ist halt alles ein bisschen eine Wissenssoft. So, irgendwo hier müsste das Dorfzentrum sein. Ich glaube, noch ein bisschen weiter hinten. Sumos. Okay, zweite Ruine. Na kommt's Leute, wo versteckt ihr euch? Früher hat man die Mission ja einfach auch gewinnen können, indem man
ganz edel und ganz kurz entschlossen den Speer ausgeschalten hat und dann einfach mit den Dorfbewohnern aufs Dorfzentrum losgegangen ist. Es hat zwar auf jeden Fall gedauert. Wow, okay. Der hier hat Knüppelschläger. Weggeknocht. Aramas. Stimmt, das waren ja damals auch keine Ruinen, das waren ja damals Entdeckungen. So hat das damals geheißen. Das war damals irgendwie so ein Bild von einem eingezeichneten Gazelle, irgendwie in weiß gehalten. Finde ich eigentlich spannend, beziehungsweise ich glaube, dass das in der offiziellen Definitive Edition von Age of Empires 1 auch schon so war. Da klingelt gerade was. Die offizielle Definitive Edition habe ich natürlich auch gespielt. Aber nur offline, also nicht als Let's Play. Dann haben sie das wirklich verändert, weil damals war hier irgendwo in dem Bereich ein Dorfzentrum und ein Speer von ihm ist da gewesen. Aber ja, mir kommt es, das mit den Knüppelschlägern. Okay, hier haben wir die Bären. Das mit den Knüppelschlägern war in der Definitive Edition auch schon so. Spannend. Alles klar. Noch sie oder auch nicht. Voll weggeknocht. Gut. Ja, das wäre es eh gewesen. Das Dorfzentrum existiert scheinbar nicht mehr. Gut. Alles klar, dann war das Mission 3 ein recht schnelles Ding. Beim nächsten Mal geht es weiter mit, wo ist es? Genau, der Aufstieg in ein neues Zeitalter in Mission Nummer 4. Ist ein bisschen schwierig, sie da, ja, hier, der liebe Fischer, ist unser Bild zur Mission. Gut, wie es beim nächsten Mal weitergehen wird, wenn wir aufsteigen werden in ein neues Zeitalter. Genau das sehen wir beim nächsten Mal. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.